Ich weiß nicht, wo sie waren, aber ich habe im Hintergrund eine Kiste gesehen. Die will ich öffnen. Oh, genau diese Kiste habe ich gesehen. Ich habe mich vorher so umgesehen und ich habe keine gefunden. Okay, ich bin, glaube ich, blind. Scheinbar. Okay. So viel zu. Ich hoffe, wir finden die Karte schnell. Gut, in die Türen möchte ich noch nicht reingehen. Ich will mich eigentlich erst noch anderweitig umsehen können. Ich hoffe, dass ich mich anderweitig umsehen kann. Bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus, ne? Die sind eh alle so in einem Kreis verteilt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die fliegen, glaube ich, auch neu, oder? Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall nicht die letzten. So viel ist klar. Ganz praktisch, dass die Heilung wirklich in einem Umfeld halt und nicht nicht einfach eine Person ausgewählt werden muss und so weiter und so fort. So kann ich mich und meine Umgebung immer wieder heilen. Wenn das denn nicht so viel Mana verbrauchen würde. Das hier ist auf den ersten Blick jetzt eigentlich nichts weiter zu sehen. Das ist halt storymäßig, kommt man eigentlich in alle Abschnitte. Aber ich wollte es jetzt einfach mal wieso nochmal angucken vorher. So. Von denen habe ich voll viele, muss ich sagen. Kiste noch, die habe ich wieder mal übersehen. Von The Wolf kamen wir. So. Das wirst du wieder in die Mitte führen. Haben wir. Wie gesagt, das da führt in die Mitte. Dann Pier müssten wir eigentlich auch schon gewesen sein. Schließlich ist der Name auch unten aufgeblendet. So, ich glaube, hier gab es jetzt aber auch nichts weiter, ne? So, jetzt sind wir quasi. Ja, das passt alles. Speichern und jetzt nehmen wir uns einen Raum oder eine Tür nach der anderen vor. Das klingt nach einem Plan. Wir fangen mit. Ach komm, gehen wir der Reihe nach. Von links nach rechts. Was bauen die hier? Aber ihm kommt mir irgendwie verändert vor. Herzlose, war ja klar. Ihr habt uns gerettet. Los, schnappen wir uns die Herzlosen. Wow, weil er einen Herzlosen erwischt hat.
jetzt hört er mal auf. Wie wir das rechtzeitig schaffen wollen, weiß ich jetzt auch nicht so recht, aber... Oh, bitte lass es jetzt erledigt sein. Gott sei Dank, das war ein bisschen knapp. Ein Kinderspiel. Schaut mal. Oh, das nächste Theater. Soweit also dein Bericht. Bravo, du hast es geschafft, bei allem zu versagen. Und schlimmer noch, du hast wohl gedacht, in meiner Abwesenheit meinen Platz einnehmen zu können. Du bist mit sofortiger Wirkung verstoßen. Wenn unsere Ära gekommen ist, gibt es für dich keinen Platz darin. Nutzloser Schwachkopf. Ja, aber... Was? Da war aber jemand verärgert. Ich verstehe das nicht. Lass uns erstmal versuchen, die ganzen Herzlosen zu beseitigen. Hier ist soweit alles friedlich, aber wir müssen noch 3 andere Stellen überprüfen. Wahrscheinlich zufälligerweise die auch so dahinter gezeigt worden sind, ne? So, dann gehen wir mal ins nächste. Da werden Riesenmännchen jetzt angebunden, laut dem Symbol. Oh, wir sind Riesen. Das ist geschrumpft. Oder vielleicht sind wir größer geworden. Hey, schaut euch die Spielzeugkanonen an. Was will er uns wohl sagen? Hey, das sind Herzlose! Die haben wohl vermutlich den besten Auftritt überhaupt. Jetzt kommen natürlich die Nächsten. Ist aber gut, dass wir selber so durchwüten können. Da kann man die wenigstens so ein bisschen außerhalb der Stadt bringen, ne? Komm, machen wir nochmal ein bisschen. Und die kriegen auch noch Schaden. Warte mal, komm, wir machen es mal so. Ja.
Na komm. Ah, super Donald. Mann, was für ein Schreck. Schau mal, Zora, da drüben. Ach, zum Geier. Das hätte sie jetzt nicht sagen müssen. Mag ja sein, dass ich hin und wieder Mist gebaut habe, aber nutzlos. Also, das geht zu weit. Also, als ich damals anfing. Ach ja, die guten alten Zeiten vermisse ich, wenn ich sie doch nur wieder aufleben lassen könnte. Was würde ich dafür geben? Das ist doch mein. Eine Tür? Sieht irgendwie vertraut aus. Jupp, das ist die Tür, die Merlin hergezaubert hat. Dann führt sie also direkt hierher. Sicher, ich denke schon. Dann wollen wir doch mal sehen. So, fehlen aber noch zwei. Brennendes Haus und Scheune. Feuer! Los, er braucht unsere Hilfe! Ja, besiege alle Herzen und verhindere dabei, dass das Gebäude abbrennt. Ei, warum? Diese Autos sind auch lustig. Das erinnert mich ein bisschen an Roger Rabbit. Nerven hier. Aber jetzt kann ich den einen gar nicht angreifen, den ich natürlich anvisiert habe. Ja, würde ich ja gerne, aber ich muss selber mal gerade gucken hier. Aua. Jetzt mach heil. Das war jetzt knapp. Diese Autos nerven gewaltig, vor allem weil ich denen jetzt gerade absolut keinen Schaden zufügen kann. Das Haus dabei denkt sich, ja, ich brenne, ich brenne. Oh, jetzt bin ich schon wieder. So blöd, dass ich da nicht direkt hin kann. Also. So, das eine haben wir. Da, mach das da. Komm, bevor Trev zu Ende ist. Komm, ist nicht mehr viel. Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt auch wieder so eine knappe Nummer.
Das wäre geschafft. Da! Faszinierend. Das scheint ein Tor in die Vergangenheit zu sein. Ja, das reinste Wunder. Nicht wundern, sondern denken. Denk gefälligst nach, wie wir das zu unseren Gunsten nutzen können. Sicher. Vielleicht könnte ich dir ja noch eine Chance geben, dich zu beweisen. Oh, danke, vielen Dank. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Also, was soll ich tun? Geduld, mein Lieber. Was haben wir denn hier? Na, wenn das nicht der Eckstein des Lichts ist. Damit könnte es uns gelingen, diesen Narren das Schloss wegzunehmen. Malefiz. Na, dass Malefiz hinter allem steckt, war doch aber klar. Wollen wir mal sehen, wenn diese Tür in die Vergangenheit führt. Nein, sie führt hierher. Dann bedeutet das, dass wir uns in der Vergangenheit befinden? Wow. Wenn wir also in der Vergangenheit sind, dann können wir die Zukunft verändern. Einen Moment, ihr beiden. Wisst ihr noch, was Merlin gesagt hat? Er vertraut fest auf uns und dass wir der Versuchung um jeden Preis widerstehen müssen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Wer würde schon die Zukunft verändern wollen? Also, was wollen wir tun? Türen, Schurken, Donnerwetter, mir raucht der Kopf. Naja, wir wissen, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Naja, sagen wir es mal so, ne? Wenn das hier die Vergangenheit ist, warum sollte Malefiz nicht das Bestreben haben, die Vergangenheit ändern zu wollen, damit der Eckstein des Lichts geschwächt ist und sie somit das Schloss in der Gegenwart übernehmen kann? Los, er braucht unsere Hilfe! Ja, wenn es weiter nichts ist. Soll ich denn das Mobiliar da schützen? Das wüsste ich mal gerne, weil das geht ja sau schnell dann. Ich weiß nicht so recht, wie ich das Mobiliar schützen soll. Ah, dann wird das so klein, oder was? Ah ja, okay, gut. Nanu? Gut zuhören. Auf der anderen Seite des Tors fangen sie gerade mit dem Bau dieses verflixten Schlosses an. Und das bedeutet, dass der Eckstein des Lichts unbewacht herumliegt, mit all seiner Macht noch versiegelt. Der Eckstein des Lichts? Ganz recht. Diese verfluchte Kugel hindert uns daran, das Schloss zu betreten. Aha. Du weißt, was zu tun ist? Dann geh. Zeig dich zu beweisen. Und enttäusche mich ja kein weiteres Mal. Zeit, mich zu beweisen? Mal sehen. Ich hab's. Ich muss nur diesen Eckstein in 1000 kleine Stücke zerschmettern. Aber zuerst hol ich mir mein altes Schiffchen wieder.
Es war also doch Carlo. Trotzdem ist hier irgendwas faul. Dieser Carlo, den wir hier getroffen haben, war zwar ein Raubein, aber sicher kein Bösewicht. Jetzt gehört das Schloss so gut wie uns. Ja, das ist unser Carlo. Oh nein! Der Eckstein ist weg. Aber was ist? Sie werden das Schloss in Dunkelheit tauchen. Wir müssen uns beeilen. Hey, stehen bleiben! Vergiss es, du Zwerg. Endlich habe ich den dreisten Dieb gefunden, der mein Dampfschiff geklaut hat. Ja, du bist es! Genau, ich. Nein, nicht ich. Es war jemand, der so aussieht wie ich. Oh, ganz schön kompliziert. Was ist denn daran kompliziert? Der eine hat die Kleidung an, der andere die andere. Sora, bist du dumm? Oder so? Naja. Ich glaube, ich würde mal hier einen Cut setzen. Ich weiß noch nicht, ob die Folge an der Stelle beendet ist. Aber ich bräuchte Bäuschen und entweder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder halt gleich.